Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Heute gibt es was Besonderes. Ich meine Videos sind ja immer besonders. Auch ich möchte der Vorankündigung nachkommen, die ich getätigt habe am Ende meines Sonntags-Live-Talks mit Cindy. Da ging es ja während des Live-Talks um meine Idea-Methode und um die Eiche, um einen Erfahrungsbericht, ja, was ein Baum so denkt und fühlt. Und diese Methode habe ich angewandt bei meinem Mann Paul. Hallo. Und vielleicht kann sich doch Paul erstmal vorstellen. Vielleicht ist, ihr sollt ihn ja mal kennenlernen. Nee, ihr seht ja immer nur mich. Und deswegen fände ich das ganz wichtig, dass du dich mal kurz vorstellst. Und ja, wie deine Erfahrungen sind mit der Methode, weil es war ja nicht das erste Mal, sondern wir haben ja schon mehrere Sessions hinter uns oder du hast es hinter dich gebracht. Erklär doch einfach mal, stell dich doch erstmal vor, ne? Sag. Ja, ich bin Paul, 61 Jahre und bin Künstler, also von Kind auf schon habe ich Texte geschrieben, um da halt Dinge zu verarbeiten und auch teilweise dann mit Gitarre dann begleitet und Lieder da draus geschrieben. Langer Zeit irgendwie Probleme gehabt, ach, ich war voller Ängste und so. Konnte nicht Nein sagen, war schnell gestresst, überarbeitet. Ja, habe schon damit zu kämpfen gehabt, ach so mit meiner Melancholie und dem Ganzen. Was ich so erlebt habe. Über 25 Jahre begleite ich ja meine Frau schon in ihrer Tätigkeit. Habe jetzt das also live mitbekommen können, wie sich jetzt so vieles zusammengefügt hat. Ich war, wie gesagt, also nie so jetzt so stark involviert wie jetzt im Moment. Und das kam eigentlich durch die IDEA-Methode. Das ist ja diese Art von Hypnose, die meine Frau ja entwickelt hat und die für mich sehr viele Vorteile hat. Also ich habe da sehr viele Vorteile für mich drin gesehen, weil ich wusste, sie suggeriert mir da jetzt nichts ein. Davor hatte ich immer Angst bei einer normalen Hypnose, deswegen bin ich da auch nicht hin. Ich habe auch nie dran geglaubt. Aber mich interessiert, ich habe ja da so eine besondere Einleitung, sage ich jetzt mal, ne? Mittlerweile klappt es ja auch ganz gut. Am Anfang hast du ja gesagt, hattest du Probleme mit der Einleitung, weil ich die typische Hypnose-Einleitung gemacht habe, die so ein bisschen ja was auch mit Fantasiereisen zu tun hat. Nicht ein bisschen, sondern das ist so, ne? Also Trance-Reisen, wo man sich dann was vorstellen muss, das, was ich sage. Ich habe das jetzt ja ein bisschen umgewandelt, seitdem wir das erste Mal sozusagen miteinander auch gearbeitet haben. Es ist ja jetzt so, dass ich sozusagen das Tagesgeschehen nutze, also den Tag nochmal bei dir Revue passieren lasse. Und da kommen wir jetzt auf das Video sozusagen der Eiche, was wir jetzt vorstellen mit diesem Video. Und da war das ja so, dass ich dich habe einfach den Tag erzählen lassen, ne? Wie ist denn das für dich, wenn, das mache ich ja jetzt immer im Vornherein, bevor du jetzt in deine Anderswelt eintauchst. Mhm. Und ich weiß ja nie, was kommt. Das ist immer total interessant. Ja, erzähl doch mal, wie sich das so angefühlt hat vom ersten Mal der Einleitung mehr als Hypnosetechnik und wie es jetzt ist. Ja, das erste Mal fand ich es ja noch ein bisschen schräg. mit der Fantasiereise und so, das ist eigentlich schon auch schön. Ja, mittlerweile ist es so, ich komme ziemlich schnell auch durch das Erzählen jetzt meines Tagesgeschehens sind meine Gedanken schnell dann bei, wie gesagt, am Erinnern, was ist denn überhaupt passiert an diesem Tag. Und schon bin ich eigentlich in die Falle getappt und mein Gedanken Karussell stoppt sofort. Ich kann dann überlegen, okay, was war frühes gewesen? Ja, was war jetzt nicht so schön? Was hat mir gefallen und so? Und bin also schon in der Konzentration drin. Und Alex macht es so schön mit den Sinnen. Die fragt dann,
Wie war das? Was hast du da riechen müssen? Oder hast du da was Besonderes geschmeckt? Oder ja, was hast du gesehen und so? Das ist sehr prägnant. Ja, das finde ich auch super. Also es geht bei dir ja relativ schnell mittlerweile. Dein Unterbewusstsein, Seele, die kennt schon die Vorgehensweise. Und da bist du eigentlich relativ schnell entspannt. Es ist klar, dass es von Tag zu Tag unterschiedlich ist. Manchmal hat man mehr Stress und ist mehr so verstandesmäßig geprägt. Dann dauert es halt einen Moment länger, aber du kommst da relativ schnell rein. Meine Frage ist wie immer, wenn du ein Bild siehst, teil mir das einfach mit. Und so war das ja dann auch vorgestern oder so, ne? Samstag hatten wir das gehabt, genau. Und da warst du ja relativ schnell drin. Und es ist ja immer sehr überraschend, was dann da so kommt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, kannst du dich noch daran erinnern, was du als erstes gesehen hast? Ja, als erstes habe ich eine Flechte gesehen. Und die man halt auch so sieht, manchmal auch auf dem Tee oder auf dem Stein. Und dann habe ich die auf einer Rinde gesehen, dann habe ich die Rinde ganz genau gesehen, habe den Baum gesehen, also den Baumstamm, gesehen, dass es eine Lichtung ist, dass da Licht reinfällt. Das war so das Erste, was ich gesehen habe. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Konversation mit der Eiche. Und vergesst nicht, meine Social-Media-Kanäle zu abonnieren, meine Posts und Videos zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos und News mehr zu verpassen. Heute ist der 2. November 2024, neue Session. So, dann haben wir jetzt mal unseren Tag so Revue passieren lassen. Dann schauen wir mal, was so kommt. Wir machen das jetzt so, bei jedem Ausatmen lassen wir unsere Vergangenheit und das, was die Sachen, die jetzt uns, ja, wo wir uns jetzt nicht so dabei wohlgefühlt haben, ein bisschen herausfordernd waren, die lassen wir jetzt los. Lassen die ganze Anspannung in die Erde fließen und dort wird sie transformiert zum Positiven. Sie steigt dann auf und bei jedem Einatmen verbinden wir uns mit unserem Schutzengel, der uns Schutz und Geleit gibt. Und wir verbinden uns mit unseren Helfern und mit allen Energiewesen. Und erhöhen unsere Schwingung bei jedem Einatmen. Und bei jedem Ausatmen lassen wir wieder los. Alles, was losgelassen werden möchte. Und bei jedem Einatmen spüren wir die Energie und wir erhöhen die Energie und connecten uns mit allen höher schwingenden Energiewesen, die um uns herum sind, mit unserem höheren Selbst. Und mit der allseins liebevollen göttlichen Quelle. Und wir sind geschützt, jeder in seinem eigenen Schutzkreis. Und wir lassen unser Herzlicht leuchten und verbinden uns somit mit allem Göttlichen und mit allen hochschwingenden Wesen. Und wir schauen mal, was heute so kommen mag und darf.
und gib mir Bescheid, falls du was spürst, siehst, dann gib mir gerade Bescheid. Ich bin in einem Wald und das sind Flechten an den Bäumen, an der Rinde. Es ist aber nicht so dicht der Wald, es ist auch am Tag. Dann dreh dich doch einfach mal rum und beschreib mir deine Umgebung. Oder siehst du das auch so, ohne dass du dich jetzt drehst? Also ich kann mich drehen, wie ich will. Ich gucke immer, habe immer das gleiche Bild vor Augen. Also. Okay, dann beschreib mir doch mal das Bild und benutz doch mal all deine Sinne nacheinander. Erstmal bitte beschreib mir, was du siehst. Ich sehe vor mir einen großen Baum. Hauptsächlich nur den Stamm und die Rinde. Und da habe ich ja die Flechten da drauf gesehen. Ist das so ein bisschen wie Moos oder wie kann nee, ich... Nee, das sind so... Also das sind so Flechten, die mir so... Manchmal auch auf dem Teer oder auf dem Pflaster Okay. So flechten. So. Ah ja. Ja, und das ist schon ziemlich groß, der Baum. Und da ist noch so eine Lichtung. Dann kommt da von oben Licht rein. Und dann sieht man halt hinter dem Baum oder hinten dran sieht man die anderen Bäume. Die sind jetzt nicht so groß, die sind halt ein bisschen so kleiner. Und also das heißt, du stehst direkt vor dem Baum sozusagen? Ich stehe so direkt vor dem Baum, genau. Und sehe auch deutlich die Rinde. Gibt es da noch irgendein Getier, was du da siehst? Oder siehst du jetzt, ist die Rinde sehr grob oder ist es eine feine Rinde? Ja, ich überlege gerade, von welchem Baum die Rinde ist. Also kannst du hochgucken? Hat der Blätter oder ist das... So hoch kann ich nicht gucken. Okay, also du stehst praktisch fast ganz so direkt davor. Ja, ich sehe sogar die Rinde so ganz deutlich vor mir. Es ist... Könnte ja auch so eine Rinde von so einer Tanne oder sowas sein. Ah ja, dann nimm doch mal deine Hände... Und fühl das mal. Ja, die ist so, die hat so mehrere Schichten. Das blättert so ab. Ja. Spürst du, dass das ein ganz alter Baum ist, oder was meinst du? Also für unsere Verhältnisse ist die ja schon... Ich sehe schon ein bisschen älter, aber jetzt, das ist kein so ein mega alter Baum, nee. Hat der was Besonderes? Hat der einen geraden Stamm oder beschreib doch das mal. Das ist hat einen geraden Stamm, eigentlich wie eine Tanne, genau. Das ist so, vielleicht wie so im Spessart vielleicht so, ne, also. Ja. Befühl doch das mal ganz genau, wie sich das anfühlt und mach doch mal jetzt sozusagen deine Augen zu, spür mal genau die Rinde und setz mal jetzt deinen Fühlsinn ein und deinen Geruchssinn, ob du da was riechst und was du genau fühlst. Es riecht nach Wald. Beschreib das doch mal. Die Rinde fühlt sich warm an. Also als hätte da die Sonne drauf geschienen.
Ich höre auch die Vögel zwitschern und das Summen und das ist, da ist schon was los in dem Wald so. Also von den so kleines Tier da, ne? Ja. Hast du die Hände noch an der Rinde? Oder an dem Baum? Ja. Dann kannst du den Baum umarmen? Ja. Dann mach doch das mal. Hast du deine Augen noch zu? Ja. Dann leg doch mal ein Ohr, wähl dir aus welches und sag mir dann welches auf die Rinde. Das rechte Ohr lege ich auf die Rinde. Und jetzt dreht doch so nah an den Baum dran, dass der ganze Körper an dem Baum ist und du ganz sanft deine Arme um den Baum legst und dein rechtes Ohr, hast du ja gesagt, hast auf dem Baum. Ja. Und jetzt genieß mal und spür mal in den Baum rein und erzähl mir doch mal, was du spürst, was du fühlst, was du riechst, was du hörst. Also ich hab den Baum umarmt. Ich bin ja mit meinem ganzen Körper hin und habe umarmt, das rechte Ohr dran und also richtig fest und richtig umarmt. Und ich habe das gleich gemerkt, dass der pulsiert hat, als wäre da eine Art dicke Ader, die da pulsiert und ein warmer Blutstrom. Ich höre das Herz schlagen. Es fühlt sich so an, als würde der Baum sich ausdehnen und zusammenziehen, also wie wenn jetzt jemand atmet. Und ich höre auch Geräusche, das hört sich an, als wenn jetzt der Magen gluckert, ne? Vielleicht hat er Hunger oder so. Jo. Als würde ich eigentlich so ein Mensch umarmen, also ein richtig Batz von Mensch, so, ne? Oder als Kind, wenn ich jetzt als, na gut, also ich, wenn ich jetzt einen großen Mensch umarme, bin ich ja mit meinem rechten Ohr auf seinem Bauch, so ungefähr, ne? Aber es ist ein Baum, also es ist kein Mensch. Genieß doch jetzt diese Energie dieses Naturwesens und schau mal, ob dieses Naturwesen mit dir Kontakt aufnimmt. Ja, es beugt sich runter. Das ist ja wie bei den Herr der Ringe-Bäumen. Die haben ja auch dann das Sprechen angefangen. So kam das mir jetzt vor, als würde so, oh, was willst du denn? Mein Freund, oh, kleiner Junge oder so. Was willst du denn, mein kleiner Junge? Dann sprech doch mal mit dem Baum. Ja, ich will deine Wärme spüren. Das fand ich jetzt anziehend, das fand ich beruhigend. Und da dachte ich mich, umklammer dich mal und fühl mal in dich rein. Kannst du machen. Was sagt denn das Naturwesen? Er hat nichts dagegen und sagt, das ist kein Thema, mach, was du denkst. Er freut sich. Ja. Ich fühle mich über den Kopf gestreichelt, so von ihm, was macht er, also nur so gefühlsmäßig. Es ist immer noch ein Baum, also. Hast du denn eine Frage mal an ihn? Weil es ist ja was ganz Besonderes, ne? Wenn man so einen Baum, die Energie spürt und das, die Wesenheit spürt. Interessiert dich irgendwas, was du ihn gerne mal fragen würdest?
Ja, wie die Beziehung so unter den Bäumen ist. Was antwortet er dir? Wir haben eine gute Beziehung. Wir machen eine gute Verbindung. Und wir bewegen uns ja auch langsam, je nachdem, wo wir uns halt hingezogen fühlen, ja langsam auch über den Waldboden. Ja, sie beschützt sich gegenseitig und spendet Sauerstoff. Mich würde ja mal interessieren, wie ist denn das mit euren Wurzeln? Es gibt ja Bäume, die haben hohe Wurzeln und es gibt Bäume, die haben tiefe Wurzeln. Wie holt ihr euch denn da die Nährstoffe aus dem Boden? Ja, wir holen uns die Nährstoffe aus den Wurzeln, ob die jetzt tief sind oder nicht so tief. Also wenn sie nicht so tief sind, sind sie ja meistens breiter gefächert. Oder? Mhm. Aber wir holen uns ja auch die Nährstoffe aus der Luft oder ja und im Wasser, das Wasser, das wir uns von der Erde holen. Ja. Und wie alt bist du? Ja, ich bin so mittelalter so. Kannst du mir das in Jahre sagen? Also für die Menschen bin ich so mittelalter, aber so wie es für uns bin ich ja eigentlich ja noch recht jung. Und ist es denn wirklich so, dass man dein Alter an den Baumringen sehen kann? Oder denken die Menschen das nur? Ja, das ist so. Wir wachsen nach außen. Wenn ja dicker, wir wachsen ja gleich schnell nach außen und nach oben. Ja. Was bist denn du für eine Art von Baum? Der Mensch, der dich umarmt, konnte nicht so weit nach oben schauen. Kannst du mir sagen, was für ein Baum du bist? Das ist Eichenlaub. Eichenlaub. Also. Du bist eine Eiche. Der Eichel? Eichel? Du bist eine Eiche? Ja, eine Eiche, ja. Eiche. Hast du einen Namen? Menschen geben ja gerne sich selbst oder Dingen oder irgendwas auch einen Namen. Hast du einen Namen? Oder kann ich dich irgendwie nennen? Eiche. Eiche. Gibt es bei euch auch, ich sag mal, männliche und weibliche? Also gibt es das auch oder gibt es das nicht? Nee, das ist, sowas gibt es bei uns nicht. Und welche Tiere leben denn bei dir gerne oder kommen gerne dich besuchen? Massenweise Tiere also. Wir sind da ganz gut integriert in die Tierwelt. Und fühlt sich das gut an, wenn Tiere, zum Beispiel Vögel, auf dir sitzen? Ja, wir können auch reden mit den Tieren. Und wie macht ihr das? Ja, über Schall. Ja, wir hören auch. Also, wir hören gut. Das heißt, ihr spürt sozusagen oder ihr hört durch Spüren, durch die Schwingung oder wie meint ihr jetzt hören? Also genau, wie können wir das als Menschen verstehen? Ja, als hätten wir Ohren und so. Wir hören ganz normal. Wir hören uns selbst zu. Also ich höre das Rascheln am Nachbarbaum oder wenn der Wind durch die Blätter rauscht. Das ist ja das reinste Klangschauspiel für uns und so. Das macht uns, das auf der einen Seite beruhigt uns das, es macht uns aber auch, bereitet uns Freude. Und wie ist da eure Empfindung zum Beispiel, wenn ihr sehr eng aneinander steht, also wenn der Wald sehr dicht ist? Ist das angenehm für euch oder ist es angenehmer für euch, wenn ihr jetzt einzeln steht, zum Beispiel auf einer Wiese oder so? Ja, dicht stehen ist auf jeden Fall angenehm. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir es total dicht stehen. Es ist halt so, die Bäume, die weniger Licht abbekommen, die werden ja nicht so groß, ne? Die bleiben halt dann klein, ne? Aber das ist alles okay. Also im Prinzip spielt es keine Rolle.
Und wie seid ihr denn alle miteinander verbunden? Durch was? Ja, durch unsere Schwingung, durch unser, also wir haben so eine Herzverbindung. Wir haben ein Herz, das schwingt. Das ist wie eine Trommel dann. Aber das ist also nicht so urwaldmäßig, sondern das ist eine Trommel, das ist was Filigranes, also zart und sanft. Und das Herz, das sendet, also spricht halt unsere Sprache da, ne? Und wo sitzt euer Herz? Ja, das Herz sitzt im Stamm, in der Äste und so, also im Körper vom Baum. Also von. Ist es denn weiter oben das Herz oder? Nee, das Herz ist wie das, also der ganze Baum ist das Herz. Ja. Und wie ist es jetzt mit den unterschiedlichen Bäumen? Sprechen die dann unterschiedliche Sprachen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Du bist ja eine Eiche und es gibt ja noch andere Arten, Baumarten. Wie ist das da? Die sprechen schon unterschiedliche Sprachen, aber die verstehen auch alle Sprachen. Also das, ja, es ist schon so, dass die ziehen die so Kreise natürlich um. Wenn wir jetzt, das sind ja wie Welle, wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, dann sind so Welle und die Welle, die schwächen sich ab, aber in dem Bereich, wo die Welle stark sind, sprechen die Bäume die gleiche Sprache, aber das vermischt sich halt alles irgendwie, also das ist so, jo, also im Endeffekt, wenn die jetzt weiter weg sind, die Bäume, dann haben die schon eine andere Sprache, aber die ist halt auch ähnlich, sehr ähnlich und leicht zu verstehen. Also es geht alles über Schwingung. Ja, es geht über Schwingung. Es hängt auch mit dem Wind zusammen. Aber es geht ja auch Wind, wenn kein Wind. Also wenn wir denken, es geht kein Wind, geht trotzdem. Ja. Es bewegt sich ja die Luft und die Luft ist ja ein Energieüberträger, ne? Also im Prinzip sind wir ja wie so eine Stippgabel eigentlich, ne? Wenn der Wind so durch unsere Äste rauscht, dann können wir reden, ne? Das heißt, ihr wärt sozusagen auch, wenn wir jetzt durch euch durchlaufen, also als Menschen oder Tiere und wir reden, oder die Vögel zwitschern oder anderen Tiere sprechen, dann verstärkt ihr das sozusagen. Verstehe ich das richtig? Naja, wir hören das, aber wenn jetzt da so ein Kind rumschreit, schreit in die Stimmgabel, also je nachdem, wo die Resonanz ist, hören wir das oder? Oder es ist. Es wird weitergetragen durch die Äste, zum nächsten Baum und er hört es dann auch. Oder es ist also ein bisschen so wie ein Klangspiel, ne? Ist ein Klangspiel, also das ist ja, wir bewerten ja das, was da gesprochen ist, also oder wir verstehen ja auch nicht, was da gesagt wird, aber wir hören es ja, wie die Schwingung ist. Und dann, ja, wenn es uns gefällt, und dann verstärken wir das vielleicht auch so, wie du es jetzt meinst. Aber das ist jetzt, ich glaube, das... Fühlt ihr das, was gesprochen wird? Ob das jetzt, ich sag mal, eine positive Schwingung hat oder eher eine negative Schwingung, spürt ihr das? Ja, das spüren wir schon, ja. Es ist aber jetzt nicht, also manche Schwingungen, die sind mir freudig erregt, manche Schwingungen, da zieht uns die Nackenhaare zusammen. Aber wir können jetzt nicht
Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob, wie dies, wo die Schwingung herkommt. Ob die Ursache der Schwingung jetzt gute oder schlechte Schwingung sendet. Es ist schon so, dass man das natürlich vergleichen kann oder das ähnlich ist, aber... Wie ist denn das, wenn... Wir bewerten das ja nicht, also... Nee, aber wie fühlt ihr euch denn, wenn... Ja. Also wir Menschen sagen ja immer, wir können mit unserer Stimme und mit der Schwingung, die daraus resultiert, wenn sie positiv ist, euch, also Pflanzen, Bäume, egal, ne, Natur, da dahingehend, ich sag mal, positiv beeinflussen, dass ihr positive Energie bekommt und dann auch schneller wächst oder grün werdet. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, ständig negativ sind, dass euch das eher schadet. Das ist ein Denkfehler. Also dies, wenn jetzt ein Mensch denkt, er spricht sanft mit uns oder spricht so, dass es für uns irgendwie gut wäre, heißt es nicht, dass es so ist. Also das merkt er erst dann, wenn wir irgendwie wachsen und gedeihen oder halt, wenn wir jetzt da verkümmern. Deswegen, also es gibt Kollegen, wie gesagt, die, wenn da die Post abgeht und dann fühlen die sich wohl und wenn da jetzt so ein Kollege zugesäuselt wird, dann geht er da dran zugrunde. Also das ist bis. Also es hat nichts damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, was der Mensch denkt, was er sagt, dass das so und so irgendwie eine Wirkung hätte. Das ist Quatsch. Also wir denken immer viele Sachen, ne? Und das ist schön, dass du mir das jetzt mal so sagst, wie ihr das wirklich empfindet, ne? Weil wir denken ja immer Sachen, auch unsere, ich sag mal, Wissenschaftler, was wir Wissenschaftler nennen, die sagen dann, das so oder so, man müsste das so oder so machen. Es ist sehr schön, wenn man das mal direkt von einem Baum, von der Natur mal hört, wie ihr das wirklich empfindet. Ne? Ja. Man sollte mal öfters mit euch sprechen. Ja, gut, das stimmt. Ja, stimmt. Und was empfindest du, wenn man dich jetzt umarmt, so wie der Mensch das jetzt macht bei dir? Ja, das ist dasselbe Spiel, wie wenn der Mensch mit uns redet. Also manche Bäume finden es total toll und andere, die, ja, halt nicht. Ne? Also, ja. Und wie ist das jetzt für dich? Für mich ist es okay. Für dich ist es okay? Ja, okay. Ja. Also sollte man euch eigentlich vorher fragen, bevor man euch, ich sag jetzt mal, anfasst oder so. Ihr spürt die Schwingung von demjenigen, der euch dann auch anfasst, ne? Ja, im Prinzip ist es auch egal. Also wenn wir unsere Schwingung teilen möchte, dann teilen wir die. Und wenn wir die nicht teilen möchte, teilen wir die uns nicht. Also wenn jetzt uns eine am Stamm klebt. Am Stamm klebt. Das ist so lustig. Ja, das sieht vielleicht ganz als Verzierung ganz gut aus oder so. Wenn es ihm Spaß macht, bringt es ihm ja auch Freude, ne? Also, ja. Da hat er Spaß an der Freude, also der freut sich ja sozusagen, weil er ja Spaß hat und ja. Da haben wir ja nichts dagegen, wenn es ihm gut tut, ist es ja auch toll, also. Aber wir können schon natürlich auch unsere Energie freiwillig loswerden, wenn uns irgendwas gefällt, also. Wenn der mir an der Rinde kratzt und ich finde es toll, dann
Dann kriegt er von mir auch mal den Energieschub. Also. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Also. Also, Arche, das war das Beste, was ich je gehört habe. Also, das hast du richtig toll gesagt. Ja, wir sind dann ja so. Seid ihr alle so lustig? Ach, es kommt immer drauf an, wo man halt, auf welchem Boden man so auf wächst, ne? Ja. Das macht schon viel aus, also. Wie ist denn dein Boden? Wie fühlt er sich denn an für dich? Mein Boot ist super, das ist super weich, luftig und alles toll. Es ist auch tiefer unten in der Erde ist irgendwas total irgendwie Geniales. So, das macht mich richtig, ja, das macht mich so, ja, so, es macht mich unbesiegbar irgendwie. Also, es ist, ja, es macht mich echt wie, das ist. Also ich habe da totales Glück gehabt, dass ich da irgendwie hingefallen bin. Aha, aha. Ja. Und da muss halt dann jeder mit klarkommen, wo er halt so hin, wo der Wind halt so hinträgt. Ne? Aber es gibt auch. Hörst du von Kollegen auch, die unzufrieden sind? Ja. Es gibt viel, viel Leid bei uns auch. Ja, ja. Ui. Und was versteht ihr unter Leid? Kannst du mir da mal Näheres dazu erklären? Ja, wenn jetzt die Bäume nicht sich entfalten können, so wie sie es eigentlich möchten, also, oder wie es eigentlich für sie vorgesehen ist, also gewollt ist, also wenn die dann nur so irgendwo verknarzt irgendwo darum kümmern und dann ist es ja auch nicht gerade. Was ist denn eigentlich eure Aufgabe? Habt ihr so eine Lebensaufgabe? Gibt's da sowas? Ja, also die Lebensaufgabe ist eigentlich, also Lebensaufgabe in dem Sinn gibt's nicht. Es gibt, was Lebensaufgabe ist, zum Beispiel wie ich jetzt, weil ich jetzt Glück gehabt habe, dass ich jetzt hier so auf dem Boden da so wachsen kann, ist es eigentlich meine Aufgabe, das ja, zu kommunizieren, damit ja vielleicht der Wind die Richtung ändert und aus der Situation halt, in der wir uns befinden, das Allerbeste zu machen. Und ihr werdet ja auch sehr alt. Ja, für die Menschen, ja, aber wir sind im Prinzip ist auch alles ruckzuck vorbei. Und wie ist es zum Beispiel, wenn jetzt durch einen Sturm oder so ein Ast abbricht? Wie fühlt sich das für dich dann an? Das macht nichts. Nee, das macht nichts. Bricht dann praktisch jetzt nur der Ast ab, der sowieso dann abgestorben ist oder alt ist? Oder wie ist das? Das ist egal, was da abbricht oder. Das ist, weil ja unsere Kraft aus den Wurzeln kommt. Wenn jemand an die Wurzel geht, dann wird's kriminell oder so. Okay. Aber alles andere ist, im Prinzip sind wir ja auch nur da für alle anderen. Also wir haben ja jetzt irgendwie, ja, wir haben keine Aufgabe, dass irgendwas, aber. Naja, du hast ja gesagt, ihr macht ja Sauerstoff, ne? Das ist ja wichtig. Für die Erde und für die Tiere und für die Menschen, das ist ja schon auch eine wichtige Aufgabe. Ja, aber das ist für die Menschen vielleicht wichtig. Das ist für uns weniger wichtig, was. Ah, für uns ist das wichtig, da ihr seid Filter und ihr seid Produzent und das Wichtigste eigentlich, was die Erde hat, um Lebewesen auch, dass man existieren kann. Na, also das ist ganz wichtig. Ihr filtert Sachen und ihr reinigt unsere Luft. Also ihr habt eine sehr wichtige Aufgabe für uns jetzt und auch für die Tiere und so weiter. Ne? Ist das schon. Also das. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar drum, dass es euch gibt. Das freut mich zu hören.
Das darfst du gerne auch so weitergeben, dass es um die Erde geht, um die Schwingung weitergeht, dass wir und auch die Tiere sehr, sehr dankbar sind, dass es euch gibt. Ja, wir sind auch dankbar, dass es euch gibt und dass es die Tiere gibt. Also wir sind auch für alles auch dankbar. Also das sind wir schon. Wir sind schon sehr dankbar und mit allem zufrieden. Wir sind schon sehr genügsam. Das ist sehr schön. Ich möchte mich da jetzt ganz herzlich nochmal bedanken, dass du uns das so schön erzählt hast und so lustig warst. Das fand ich sehr schön. Lustige Schwingung ist auch immer gut. Also. Ja, das finde ich lustig. Ganz herzlichen Dank, liebe Eiche, dass ich Fragen stellen durfte und dass es so lustig war. Ganz lieben Dank, dass es euch gibt. Wir nennen euch ja Bäume, aber das ist ganz wichtig für uns oder ihr seid ganz wichtig für die Menschen, für die Erde überhaupt, für die Lebewesen und fühlt euch gedrückt, so wie der Mensch das jetzt macht noch, der an dir anklebt, ne? So hast du es ja gemacht, genau. Der spürt ja deine Energie und möchte dir eigentlich damit auch was zurückgeben. Ja, ihr seid ja auch lieb. Ja, das ist. Dann gehe ich mal wieder zurück zu Paul. Du darfst dich gerne wieder lösen von dem Baum. Du hast jetzt die ganze Energie aufgenommen in dich. Atme nochmal ganz tief ein und spüre die Energie und die behältst du jetzt auch in dir, diese positive Energie der Natur und den Geruch. Und immer, wenn du möchtest, kannst du diese Wärme und diese angenehme Energie spüren in dir und sie stärkt dich und heilt dich. Und wir kommen jetzt langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und bei jedem Einatmen kommen wir immer wieder mehr im Hier und Jetzt an. Liebe Zuschauer und Zuhörer von Bewusstsein TV, von Herzen danke ich euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Eure Präsenz und euer Interesse bedeuten mir sehr viel. Falls ihr noch kein Teil unserer wachsenden Community seid, lade ich euch ein, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr keine neuen Videos und Inspirationen mehr. Eure Meinung ist mir wichtig. Lasst mir gerne einen Kommentar da und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr mich bei meiner Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr dies auf verschiedene Weise tun. Mit einem Super Thanks, das Herz mit Dollarzeichen neben den Kommentaren, für eine einmalige Unterstützung. Als Mitglied für eine längerfristige Begleitung unseres gemeinsamen Weges, mit einem Follow und Likes auf meinen anderen Social-Media-Kanälen. Jede Form der Unterstützung hilft mir dabei, weiterhin inspirierende Inhalte für euch zu kreieren. In Verbundenheit, eure Alexandra von Bewusstsein TV.